Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Angeltasche. Eine Angeltasche zu finden ist gar nicht so einfach. Der Markt ist voll, es gibt 1000 verschiedene. Und ich zeige euch jetzt mal meine Angeltasche. Ich habe hier die von Rapala und kann hier oben, ist so ein kleiner Clips dran, zum Beispiel noch einen Regenanzug oder eine Thermoskanne drunter klemmen unter den Deckel. Und wenn ich den Deckel aufmache, habe ich hier ein kleines Fach, da kann man die Angelpapiere super reinmachen. Ich habe hier, mal gucken, was wir hier finden, ja, noch ein paar Köder drin, auch noch mal einen Tungstenhaken drin, einen Lappen, den man auch immer gebrauchen kann, und komme dann auch zu dem Hauptfach. Im Hauptfach habe ich zwei von diesen Stinger Case drin und dann diese berühmten Kisten, die man so alle kennt, egal ob von Quantum oder von Plano, umgangssprachlich werden sie ja Plano-Kisten genannt. Wie man sieht, passen hier ohne Probleme liegend 5 Stück rein. Und wenn man möchte, auch noch eine mehr. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich lieber meine Stinger hier drauf mache und meine Thermoskanne. Das ist das Hauptfach. Dann geht es hier an der Seite weiter. Hier habe ich ein hinteres Fach. Da habe ich eine Kopflampe drin. In dem vorderen Fach habe ich sowohl eine Taschenlampe als auch eine UV-Lampe drin. Hier kann ich eine Rute reinstecken, um dann was zu montieren oder so. Also einen Rutenhalter. Und dann geht es ans vordere Fach. Sehr interessant ist dieses hier. Hier habe ich mehrere Vorfächer. Hier habe ich mir nochmal so eine kleine Zange dran gemacht. Und wenn ich hier so ein Vorfach zum Beispiel brauche, ziehe ich das einfach, knipse mir das auf die gewünschte Länge ab. Das geht automatisch per Magnet wieder hier dran. Und das ist im Inneren wie folgt aufgebaut. 1, 2, 3. Und hier oben 3 Halterungen, somit kann ich 3 verschiedene Vorfächer immer nachziehen. Hier habe ich noch eine Vorfachtasche mit Stahlvorfächern und hier noch ein bisschen Reservematerial. Wenn ich jetzt weitergehe, komme ich noch an dieses hintere Fach. Da sieht man einen Hakenlöser, meine Lösezange. Natürlich auch mit dabei, ein bisschen Gummifischkleber und man hat dann auch Platz für ein paar Sachen mehr, die ich jetzt nicht habe. Falls es wirklich gut läuft, wovon wir ja ausgehen, habe ich hier drüben noch ein Fach, immer griffbereit. Die Scale zum Messen der Fische, fischschonend und auch gut erreichbar. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. So eine kleine Vorstellung, womit ich so ans Wasser gehe. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sagt, das ist ein Thema, was wir mal behandeln sollen, schreibt mir eine Nachricht, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Petri Heil, bleibt gesund und bis demnächst.